Hallo, schönen guten Abend, ich bin Moritz Netenjakob und meine Eltern sind Intellektuelle. Ja, vielen Dank für die spontane Betroffenheit. Das ist so, meine Eltern haben mir niemals Märchen erzählt, denn Märchen erzählen, das ging für Intellektuelle in den 70er Jahren überhaupt nicht. Ne, zum Beispiel der Froschkönig, mein Vater immer so, was, ein König, ein Frosch wird König, wo kommen wir denn dahin, wenn sich auch noch die Amphibien von der Arbeiterklasse abwenden? Ne, hat das Märchen dann umgeschrieben, es hieß danach der Froschdemokrat. Ne, einer Gewerkschaftlertochter fällt ihr pädagogisches Lernspielzeug in den Brunnen und der Frosch wird am Ende IG Metall-Vorsitzender. Also der Einzige, der mir überhaupt Märchen erzählt hat, das war unser Nachbar, der Herr Schmitz. Das Problem mit Herrn Schmitz war jetzt, der war schon 93 und hat immer so alles ein bisschen durcheinander geschmissen. Gut, ich bekam dafür von ihm einmal die Woche Taschengeld, weil er dachte, ich bin sein Sohn. Ja, aber tja, das war mit dem Märchen erzählen ein bisschen schwierig. Ich musste mir die Märchen vorher durchlesen, damit ich ihm nachher beim Erzählen helfen konnte. Herr Schmitz, können Sie mir vielleicht mal das Märchen von Hänsel und Gretel erzählen? Natürlich, mein Junge. Also, Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald, um sich vor den Russen zu verstecken. Entschuldigung, ich glaube, die wollten einfach von zu Hause abhauen. Ja klar, der Russe stand ja schon kurz vor Berlin. Gut, wie Sie meinen, also Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald, genau. Es war finster und, Moment mal, nee, der Russe kam im April, na lass es 12, 13 Grad gewesen sein. Es war finster und bitterkalt. Na, für ein Mädchen bist du aber ganz schön frech, Sabine. Moritz, ich heiße Moritz. Wie? Du bist ein Junge, das hat mir ja keiner erzählt. Okay, es war finster und bitterkalt, die kommen an ein Pfefferkuchenhaus. Pfefferkuchenhaus? Wo bin ich hier mit deinen Pfefferkuchenhäusern? Du erzählst doch Märchen hier. Ja. Ah ja, richtig. Also, sie kommen an ein Pfefferkuchenhaus. Und hatte ich schon erwähnt, dass Hänsel einen Querschläger im Oberschenkel stecken hatte? Nein, das war ihr Kumpel Gregor und der kommt in dem Märchen gar nicht vor. Was? Da ist der Hänsel ganz allein im Wald. Ja, ist er denn von allen Juten Geistern verlassen? Nein, Herr Schmitz, das war doch so, die kommen dann am Pfefferkuchen aus, knabbern daran, dann kommt die Hexe, knusper, knusper, knäus. Ah, jetzt weiß ich wieder. Also, knusper, knusper, knäuschen. Moment mal, das ist doch Hausfriedensbruch. So, jetzt rufe ich aber das Ordnungsamt. Oh ja, Freundchen, ne? Da werdet ihr schon sehen, wo kommen wir denn dahin, wenn ihr einfach jeder so mir nichts, dir nichts an fremder Leute Eigentum rum am Knabbern ist. Ne? Erst steckt er dem Schneider Böck-Sprengstoff in die Pfeife. Ne, dann erschießt ihr Kennedy. Und jetzt das, aber jetzt ist Feierabend, Freundchen, dann erzähle ich alles den sieben Zwergen. Ne? Und dann werdet ihr das schon sehen, was ihr davon habt, so einfach mitten in Berlin eine Mauer zu errichten, ja. Nur damit die ihre Großmutter nicht mehr sehen kann, das Rotkäppchen, ja. Ja, seid ihr jetzt zufrieden? Ne, ihr steckt doch alle unter einer Decke, ihr und dieser Schiedsrichter da. Ja, das war eindeutig auf der Linie, der Ball. England ist kein Weltmeister. Das hat eine gute Nacht, Sabine. Gut, beim Märchenerzählen ist natürlich nicht nur die mentale Verfassung eine Voraussetzung, sondern auch der Beruf des Märchenerzählers spielt eine entscheidende Rolle. Wenn der Märchenerzähler zum Beispiel Fußballreporter ist, dann klingt Hänsel und Gretel ein bisschen anders. Ja, herzlich willkommen, trotz ungünstigster Witterungsbedingungen im Märchenwald. Es ist finster und bitterkalt. Sind die Betten des Müngersdorfer Kinderzimmers bis auf den letzten Platz gefüllt. Und die Gebrüder Grimm geben das Märchen frei. Hänsel und Gretel laufen durch den Wald. Das Ganze wirkt im Moment noch ein wenig planlos. Ja, sie müssen jetzt erstmal zu dem Weg finden. Da kommen sie an eine Kreuzung und verlaufen. Das hätte nicht passieren dürfen. Nicht so früh, Märchen. Da hat Hänsel nicht aufgepasst. Aber jetzt forcieren sie wieder das Tempo. Sind noch gut 25, 30 Meter bis zum gegnerischen Pfefferkuchen aus. Und da jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Und Hänsel knabbert am Pfosten.
Das war ganz knapp. Und Glück für die Hexe, dass hier nicht mehr passiert ist. Aber vielleicht rüttelt sie das ja wach. Jawohl, die Hexe startet nun den Gegenangriff. Mit einer fantastischen Finte sperrt sie Hänsel in den Stall. Ja, da stellt sie ihre gesamte Routine unter Beweis. Und jetzt Powerplay der Hexe. Absolut konsequent wählt sie ihre taktische Marschrichtung bei. Ich weiß nicht, wie lange Hänsel diesem Druck noch standhalten kann. Doch da anstelle seines Fingers gibt er den Knochen. Das war jetzt schon der vierte Knochen in dieser Saison. Und die Hexe muss langsam aufpassen, wenn sie im nächsten Märchen noch dabei sein will. So, jetzt ein Entlastungsangriff von Gretel. Hat die Hexe in der Nähe des Ofens. Die Hexe unkonzentriert, vernachlässigt ihre Deckung. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Gretel zum Schubs. Gretel schubst, die Hexe landet im Ofen und ist tot, 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 tot. Ein fantastischer Tod, meine Damen und Herren. Da kommt Gretel bis dahin in diesem Märchen eine einzige Enttäuschung mit einem absoluten Sonntagsschubs. Und aus, aus, das Märchen ist aus. Sieg für Hänsel und Gretel, nicht unverdient, aber aufgrund der optischen Überlegenheit der Hexe letztendlich doch glücklich. Aber wenn die Geschwister auf dem Schwung diese letzten Minuten aufbauen, dann haben sie die allerbesten Chancen, dann leben sie noch heute. Das war's aus dem Märchenwald, zurück ins Kinderzimmer. Danke, Moritz Mitten-Jakob. Moritz, Wiese, wolltest du einen Pilzken haben? Ja, ich war bin ja aus Anspruch. Köln mehr das Kölsch gewöhnt, aber... Hier kriegst du ja richtiges Bier. Hör mal, ich kenne dich eigentlich mehr so als Autor. Du hast ja früher für alle großen Kabarettisten hier in Deutschland hast du ja die Bücher geschrieben, die Texte geschrieben. Wie ist es? Warum gehst du denn jetzt selbst? Warum tust du dir den Stress an und gehst selbst auf die Bühne? Ich habe gedacht, Pointen versemmeln, das kann ich selber. Brauche ich keine anderen für. Und ja, jetzt bist du macht da. Spaß. Jetzt bist du da. Hör mal, ich wünsche dir einen schönen Abend. David, lass dich da hinten mal stärken in der Küche. Ich glaube, so wir sehen uns gleich noch zu einem zweiten Auftritt. Das war Moritz Nedden-Jakob. Ja, danke schön. Ich habe ja eben schon erzählt, dass meine Eltern Intellektuelle sind und mein Vater wollte mich also auch immer für moderne Kunst begeistern. Ne, dann ist er mit mir einmal die Woche ins Museum für moderne Kunst gegangen, dann standen wir da vor so einem, was weiß ich, Haufen kaputter Stühle und mein Vater so, nun mein Sohn, was fällt dir dazu ein? Sperrmüll? Gottes Willen, das von Josef Beuys. Ja gut, von wem der Sperrmüll ist, weiß ich natürlich nicht. Musikalisch dagegen wollte mein Vater mich immer für Wolf Biermann begeistern. Wolf Biermann, ne, wer ihn nicht kennt, ist so eine Art ja, Wolfgang Petri für Kapitalismuskritiker. Ne, erkennbar immer an seinem Walross-Schnäuzer, den habe ich extra für euch in Holland besorgt. Eine self-clavende Snorr. Das kann man dann ganz leicht unterscheiden. Liedermacher aus der ehemaligen DDR. Und Liedermacher aus Köln. So oder so, die Welt wird rot. Das immer dabei, das ist mir. Ja. Wir glauben an den lieben Gott und an Neue. Wow. Essen singt Viva Colonia, ich bin begeistert. Unfassbar. Wahnsinn. Ja, nee, aber ich habe auf jeden Fall mich nie für Wolf Biermann begeistern können und ich habe mich versucht dann zu rächen, indem ich Heavy Metal gehört habe. Aber auch dafür hatte mein Vater irgendwie Verständnis. Nein, das ist eine durchaus interessante Richtung. Diese Gitarrenriffs, das hat zum Teil jazzartige Elemente, anderes geht zurück auf Bach und ja, hatte dann zur Folge, dass ich beim Metallica-Konzert der Einzige war, wo die Eltern mit dabei waren.
Ich habe wirklich verschiedene Stilrichtungen durchprobiert. Meine Eltern hatten für alles Verständnis, außer für eins, den deutschen Schlager. Das fand mein Vater richtig schrecklich. Nein, also das geht gar nicht. Dieses oberflächliche Gedudel und das bei unserer Vergangenheit als Deutsche, das können wir uns gar nicht erlauben. Und ich habe dann immer gesagt, ach komm Papa, zwei Weltkriege angefangen dafür, 82 Grand Prix-Sieg mit ein bisschen Frieden. Gleicht sich das nicht wenigstens ansatzweise? Gut, fand er irgendwie nicht. Und ich habe dann gesagt, komm, setz mal ein Zeichen der Versöhnung. Ich habe einen Schlager geschrieben für meinen Vater, einen Schlager für Intellektuelle, der sich auch auf kritische Weise mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt. Und als ich ihm den vorgesungen habe, da hat er vor Rührung fast geweint. Lassen Sie sich entführen auf die griechische Insel Kos. Die Sonne sinkt tiefrot ins Meer hinein. Dann stellt sich zartes Sternenfunkeln ein. In der Lagune so tiefblau liegt sie bei mir, diese Frau. Schwarzes Haar und ihre Haut unendlich weich. Und dabei denke ich ans Dritte Reich. Betroffenheit auf Kos, Demut und Sand so fein. Und ich erzähl nur dem Wind, dass wir Mörder sind, Komplexe im Mondenschein. Schuldgefühle im Sand, mit dir Hand in Hand, schäm ich mich am Traumstrand für unser Vaterland. Am Horizont ein Fischerboot, so weit. Doch auf einer Palme sitzt ein Kakadu, der uns den Völkermord verzeiht. Ich will vor Scham vergehen in Athen. Wenn ich nach Kreta fahr, steh ich als Täter da. Vor dem Taurusberg massiv denk ich an Schuld im Kollektiv. Und jetzt alle im Kollektiv. Betroffenheit auf Kos, Demut und Sand so fein. Und ich erzähl nur dem Wind, dass wir Mörder sind, Komplexe im Mondenschein. Schuldgefühle im Sand, mit dir Hand in Hand, schäm ich mich am Traumstrand für unser Vaterland. Am Horizont ein Fischerboot, so weit. Doch auf einer Palme sitzt ein Kakadu, der uns den Völkermord verzeiht. Schwamm die du, schwamm die da.